Selten bin ich an einem Ort, wo ich so schnell zu meiner Mitte gefunden habe. Liebe Leute, ich stehe hier in einem Paradies, und zwar in einem kleinen Paradies. Wir sind bei einem wunderschönen Einfamilienhaus. Und liebe Leute, ein Einfamilienhaus mit 220 Quadratmeter Wohnfläche. Mit einer eigenen Einlegerwohnung, 2014 erbaut. Wir sind in Attinghausen. Für Leute, die nicht genau wissen, wo Attinghausen ist, Buleburg, vielleicht ist das ein Begriff für euch, ist ganz in unmittelbarer Nähe. Zum Vierwaldstättersee, sprich zum Urisee, brauchen wir 5 Minuten mit dem Velo. Wir haben einen wunderschönen Blick zum Bristen. Wir sind unmittelbar Nähe von Skigebiet Andermatt, Sedrun. Wir haben 5 Pässe in der Nähe für Leute, die mit dem Dörf ein bisschen möchten gehen biken. Wir haben Bergseen. Wir haben wirklich alles hier vor Ort. Und wir sind hier in einem Garten, liebe Leute, wo ein kleines Paradies ist. Und zwar ein Garten, der alles bietet für Kinder, die sich austoben können. Für, wenn man heimkommt, können zu geniessen und entspannen. Und liebe Leute, glaubt mir eins, wenn das Heimkommen das Schönste vom Tag ist, dann haben wir gewonnen. Und genau das kann ich mir hier bei dem Objekt, das auf euch wartet, das ich jetzt gerade wieder vorstelle, extrem gut vorstellen. Hey, bei dieser Veranda hier, die über 40 Quadratmeter gross ist, ist doch die Realität, dass im Frühling, im Sommer und auch im Herbst, das hier der schönste Ort ist, wo man möchte verbringen. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, gehen wir gerade hin. Ist zwar nicht der offizielle Eingang, der ist nämlich ein Stock weiter unten, aber den zeigen wir euch nicht. Fliegen geht er im Übrigen unglaublich praktisch. Was ich habe vergessen zu erwähnen, wir sind 5 Minuten von der Insel Lorelei. Leute, Sandstrand. Nein, nicht etwa in Südfrankreich, sondern hier im Kanton Uri. Und wir fangen doch mit dem Kochbereich an. Die Küche ist eine ganz schöne Küche. Und zwar bietet sie enorm viel Platz. Und zwar einen Rüstplatz. Wir haben Induktion. Der direkte Abzug, der inkludiert ist. Ebenfalls hier sehr praktisch. Da wärst du wahrscheinlich, was man sich nicht ausbücken muss, ist hier in erhöhter Position. Und jetzt kommen wir zum Essbereich. Schaut mal, Leute, wir sind im Messbereich, wir haben eine Deckenhöhe von ungefähr 2,50 m. Und ebenfalls einen wunderschönen Boden im ganzen Haus. Alles zusammen oder auch Treppen hier in Echtholz. Wunderschön, ist wirklich durchdenkt. Wir haben einen grossen Wohnbereich, ganz gross angelegte Fensterfronten, die für eine super gute Lichterflutung sorgen. Ebenfalls der Schwedenofen, der natürlich im Winter für eine schöne, angenehme Wärme sorgt. So Leute, wir gehen hinterher. Dahinter ein grosses Hauszimmer und eine eigene Nasszone. Im Übrigen, 4 Nasszonen hat das Haus hier. Wir schauen es zusammen an. Das erste Auge haben wir miteinander angeschaut. Jetzt gehen wir ins zweite Auge. Hier oben, ihr Lieben, erwarten euch 2 Nasszonen, 3 wunderschöne, grosse, helle Zimmer und einen offenen Bereich, der perfekt ist
für können zu relaxen. Zimmer Nummer 1 im Obergeschoss. Hau gross und wunderschöne Aussicht. Die grosse Fläche hier wäre eigentlich ein zusätzliches Zimmer gewesen. Die haben aber gesagt, hey, weisst du, ein Wohlfühl oder ein Musikzimmer hier ist hier preisiert. Und Leute, da bin ich ganz genau dieser Meinung. Und jetzt schauen wir nach der Zone hier oben an und anschließend der Master Bedroom gehen wir. Und der hat sie sich beibeschert. Draussen hat es ein Carport mit Platz für 4 Fahrzeuge. Und das blenden wir nicht jetzt ein. Und wir sehen uns anschliessend wieder auf die Terrasse. So, ich hocke hier mit der Peri. Peri, vielen herzlichen Dank. Du bist Eigentümerin. Danke, dass wir heute hier kommen durften. Danke, dass du uns in deinem wunderschönen Zuhause teilhaben hast lassen und hier die Aufnahme machen lassen. Und also wirklich, du hast das richtig gesagt. Das ist tatsächlich ein kleines Paradies. Jetzt meine Frage. Und das ist sicher auch die Frage, die sich die eine oder andere Person jetzt stellt. Warum bist du bereit, auf so einem schönen Paradies weiterzugehen? Ja, eine lange Geschichte, kurz zusammengefasst. Ich bin noch, meine drei Töchter sind ausgeflogen. Und jetzt sind wir eigentlich noch allein da. Und es ist auch gross geworden. Es ist wunderschön, ich genieße es noch. Aber ich glaube, es ist Zeit für einen Wechsel. Ich glaube, es ist Zeit, dass da eine Familie reinkommen kann und das alles geniessen kann. Was würdest du denn einem zukünftigen Besitzer mit auf den Weg geben? Was würdest du dir wünschen für den oder für die Familie? Oh, ich würde mir wünschen, dass er das ganze Paradies geniessen kann, dass er wirklich mit Herz auch die Kraftorte, die es da beinhaltet, vor allem unter einem Äpfelbaum, dass sie das auch können wertschätzen und wirklich können profitieren auch von dieser Kraft und von diesem wunderschönen Garten halt. Und das Haus auch, das hat so gute Energie, dass sie das spüren und geniessen können. Du hast mir gesagt, Peri, dass im Frühling, im Sommer, im Herbst ist eigentlich hier die Terrassen und der Garten ist dein Extrazimmer. Hat sie einen Lieblingsort gegeben für dich? Mein Lieblingsort ist klar unter einem Äpfelbaum. Unter einem Äpfelbaum. Wunderbar. Ja, dann vielen herzlichen Dank und auf gutes Gelingen. Danke vielmals. Zusammenfassend, ihr Lieben, heisst, wir sind hier in Attinghausen. Ein freistehendes Einfamilienhaus mit Einlegerwohnung, 220 Quadratmeter Wohnfläche. Leute, mein Name ist Anker, Sascha Marc Anker von Immo Anker und ich freue mich, das doch wunderschöne Objekt
der perfekten Familie hier dürfen persönlich vorstellen. Und hey, nicht vergessen, ein Anker im Anker. Genau. Bis gleich. Tschüss miteinander.